In Hochstetten-Daun ist in einem alten Steinbruch eine spektakuläre Aussichtsplattform gebaut worden. 3 Monate haben die Bauarbeiten am sogenannten Skywalk gedauert. Christian Bongers war bei der Montage der Plattform dabei. Letzte Handgriffe am Skywalk. Die Aussichtsplattform ist so gut wie fertig. 7,50 Meter ragt sie über die Steinbruchkante ins Nahetal. Unter den Füßen nur ein Stahlgitter, dann geht es 120 Meter in die Tiefe. Doch die Konstruktion ist fest im Fels verankert. Das Eigengewicht plus diese Verkehrslast aus Personen, die da auf dem Skywalk sich befinden können, wird einfach durch ein Gegengewicht aus Beton im Gleichgewicht gehalten und wird dadurch eben gegen Runterkippen und wie immer gesichert. Ne? Bester Panoramablick ins Nahetal. Insgesamt hat der Skywalk rund 230.000 Euro gekostet. Das Geld teilen sich die EU und die umliegenden Gemeinden. Für den Verbandsbürgermeister ist die Plattform eine nachhaltige Investition. Ich hoffe, dass wir hiermit zusätzliche Touristen anziehen. Ich setze auch insbesondere auf zusätzliche Tagesausflügler, denn ich glaube, das ist schon eine Attraktion. Es ist ja einmalig in deutschen Mittelgebirgen, dass so eine Plattform über einen Abgrund gebaut wird. Die Idee dazu kam von den Anwohnern selbst. Gastronom Edgar Schorsch hat dafür auf 2 seiner Parkplätze verzichtet. Das war so mehr so Stammtischgespräch und könnte man was machen, sieht super Aussicht hier. Und dass das Realität wird, hätte ich nie gedacht, aber es hat geklappt. Im nächsten Jahr kann jeder die Aussicht genießen. Die Plattform soll Etappe eines Wanderweges werden. Und schon im Februar wird der Abstecher zum Himmel eröffnet.